Und was ein Timing, meine Damen und Herren. Willkommen zur zweiten Map Mirage. Hier bei dem Playing das gegen Galaxy Network. Und wir sind in der Knife Round, die auch dieses Mal wieder Galaxy Network gewinnen kann. Ebenso wie eben gerade auf Inferno. Aber da hatte sie ja. Hat sie auch nicht so stark geholfen jetzt, bevor wir Epilepsie kriegen. Switchen wir dann doch mal den Spectator. Und ja, die Playing Ducks auf der ersten Map, wie so häufig in dieser Saison, ein sehr knappes Ergebnis nur einfahren können. Und ich habe es eben gerade schon angeschaut: 16-14 am ersten Spieltag, 16-14 am zweiten Spieltag. Und dann 16-3 zum letzten Spieltag sogar gegen Planescape Torment. Die zweiten Maps hingegen waren dann doch immer eine ziemlich einseitige Sache. Also am ersten Spieltag noch gegen Pod 16-11 auf Inferno. Dann am zweiten Spieltag gegen die Wise Wizard 16-5 auf Mirage. Und am letzten Spieltag auch 16-6 auf Mirage. Also wir dürfen gespannt sein, was sie denn hier abliefern können. Galaxy Network hat auch erst einmal Mirage gespielt gegen Friendly Fire und da hat man 16-11 verloren. Auf dem eigenen Pick damals. Also, wie gesagt, wir dürfen gespannt sein. Wir legen erstmal los mit der Pistol Round jetzt hier. Und wir sehen bei Galaxy Network nur Equipment, währenddessen wir bei Playing Ducks sogar zwei Smokes sehen, bei Impulse und bei Lemon. Die wurden jetzt hier beide sogar schon sehr früh geworfen in der Runde. Und dann sieht man mal diese offenen Skyboxen, die jetzt ausgenutzt werden. Und man hat hier auch eine kleine Verschiebung gesehen Richtung Abad. Mark geht da auch schon die Action sehr weit vor. Der konnte jetzt also erstmal ansagen: Hey Leute, das war bisher gar nichts. Lemon jetzt hier aus dem Short auch noch arbeitend, aber man hat die drei Spieler schon auf dem B-Spot. Sadie kommt hier trotzdem runter. Auf den Spot Lemon jetzt und unten schon unterwegs. Den Kevin macht den ersten gegen Like. Kann er sogar den zweiten machen. Ach, den macht hier sogar Thrazer. Der hat vorne mal einen rausgenommen. Damit 2-3 gegen 12 zur Situation. Mark kommt hier trotzdem aus dem L raus. Kann er sogar zwei Kills machen. Sadie mit 3 AP überleben. Fällt hier gegen Zephyr. Retake geglückt für Galaxy Network. Erste Runde auch für sie damit. Und das dürfte natürlich jetzt erstmal die zweite. Ja, die erste Eco sein, direkt, um dann in der dritten Runde zu kaufen. Und Galaxy Network ist auf diesem Fake überhaupt nicht drauf reingefallen. Man spielt das hier wieder diesmal mit einem Mann vor der Action. In Persona an Adrian, der aber jetzt hier schon viel Schaden einstecken musste durch die Nade. Und ich schau mal ganz in die Mitte. Da ist Thrazer auch schon sehr weit vorne. Der kann jetzt hier eventuell gleich da oben einen holen. Like unterstützt ihn dann aus dem Fenster raus. Like kann da auch nochmal einen zweiten setzen. Jetzt haben wir hier auch nur noch Impuls, der hier alleine hinter den Boxen was anrichten sollte. Da noch mal eine Pistole in die Hand, aber das war dann nichts. Das war die zweite Runde für Galaxy Network. Und wir sind in der Buy-Round für die Playing Ducks. Like hier mit der Farmers versuchend aus dem Window raus. Die Nade macht da schon ordentlich Schaden. Und Mark scheint hier auch Adrian irgendwie zu riechen. Jetzt zieht sich dann aber nochmal schnell zurück. Und er fällt sogar gegen die MP9. Der Chor soll jetzt hier aus dem Connector aus arbeiten gegen Like. Das macht er auch gut. Kassiert da wenig Schaden. Auf dem Spot hier noch. Marke mit der MP7. Und Zester mit der AK. Thrazer aber hier aus dem Eck nochmal einen holen können. 3 gegen 2. Im Retake nun wieder mal. Das haben sie schon einmal bewiesen, dass sie es können. Marke jetzt hier auch wieder mit dem ersten Kill. Holt jetzt hier auch die AK. 14 und 8 HP sprechen für sich. Hier haben wir gerade nochmal einen schönen Jump gesehen. Von Mark, jetzt geht's hier vor Impuls. Hier wird er mit einem guten Timing. Ja, so ist es auch.
sieht jetzt hier auch gegen Short raus. Dann wird dann jetzt auch Mark fallen. So kommt es auch. Erste Runde für die Playing Ducks. Die damit ihre Buy-Round direkt holen können. Und Galaxy Network einfach aufgrund der guten Runden vorher können auch sie hier nochmal voll reinkaufen. Also AWP 4, ein 4 ist am Start. Zester auf A mit der AWP eingesetzt momentan. Schiebt jetzt hier aber auch nochmal rüber auf die Stairs, um dann gegen Palace zu arbeiten eventuell. Wo Adrian so als einziger so vor dem A-Spot rumlungert. Indessen man hier mit zwei Mann langsam aber sicher Richtung B arbeitet. Das sind Delcor, Cedi und Lemon. Und die Bombe schiebt jetzt auch schon langsam hinterher. Am K haben wir immer noch Kevin stehen. Der sieht hier den ersten, kann ja aber kein Kill setzen. Auch keinen wirklichen Schaden verteilen. Cedi alleine hier minus 18 AP. Also das ist nicht der Rede wert. Normalerweise Light kann indessen aber Adrian holen vor A. In der Mitte, entschuldigt. Also Mitte ist damit gefallen. Unterstützung können sie damit vergessen. Jetzt geht sie aber raus. Impuls, der schöne Headshot gegen Fraser. Der vorhin nochmal den Deko geholt hat. Jetzt hört der CD auch noch raus. Der kann Kevin holen, der keinen Kill mehr machen kann. Lemon auf 19 P runtergeschossen. Zester ist aber auch schon an der Bench durch. Der kann hier mit der Fallstelle zwei Kills machen. Kommt hier eventuell nochmal eine Waffe ran. CD macht das sehr klug. Wird jetzt schon Mark gesehen. Im letzten Moment kann er dann... Da lässt er dann da den Kill... Würde sich schmecken, aber dann ist es like schon von Short mit der AK, der hier ihn dann holen kann. Das ist die dritte Runde. Und der Reset würde ich auch schon sagen. Es waren zwar erst zwei Runden vorgefallen, aber es ist natürlich bitter, wenn man hier die erste richtige Waffenrunde direkt verliert. Und jetzt sollen es die Pistols sein, die hier auf B in der Mitte erfolgreich sind. Der Chor hier mit dem ersten, mit der Glock. Und Zester mit der AWP gegen der Chor. Zester mit dem nächsten, mit der Glock. Im Fall 7, Lemon. Kann da aber auch noch da mit der Deagle Folger sein. Like, versteht die Welt nicht mehr. Der weiß gar nicht, wie ihm da gerade geschehen ist. Und dadurch kam man jetzt hier sogar nochmal an die beiden Waffen ran. Lemon sogar an seine Orb. Oder an die Orb. Hier wird gechattet, Leute. Das ist ja nicht zu glauben. Kevin will ja auf jeden Fall kein Risiko gehen, dass sie eventuell den Connector hochgeschlichen sind. Kann jetzt hier aber auch die Steps ansagen in den B-Apps. Kevin holt sich Adrian, der einfach so reinläuft. Lemon auch runtergeschossen. Einfacher Kill im Endeffekt dann für ihn. Und das ist die vierte Runde für Galaxy Network. Und die war teuer, die war sehr teuer für Galaxy Network. Playing Ducks, die dann sogar fast noch zu einem Plan kommen. Und damit sind wir auch schon in der nächsten Buy-Round. Zester diesmal im Connector. Richtung Upper mitarbeitend, wo ihm eventuell gleich Lemon reinlaufen wird. Aber er entscheidet sich vorher doch nochmal Richtung Underpass abzuaimen. Lemon sehr abwartend, kann sich dann Like holen, der da einfach reinläuft. Kurzer Peak Richtung Connector. Da hat aber nichts gesehen. Jetzt eventuell. Ich weiß es nicht so ganz. Mittelkontrolle ist auf jeden Fall erstmal beim Playing Ducks. Der Chor kann ihn sogar Zester aus dem Connector holen. Dann kommt der Spray Richtung Shorts. Razor wird da ein bisschen zurückgedrängt. Aber die Bombe ist immer noch in den B-Apps. Also es wird der B-Go werden. Mark wird hier lange auf dem A-Spot gehalten. Und Razor und Kevin zerschießen hier den Go. Mark vom A-Spot gegen Short erfolgreich. Adrian fällt jetzt hier gegen Kevin. Jetzt ist der Chor und es sah eigentlich so gut aus für die Playing Ducks. Es sah so gut aus für sie. Jetzt
Tandekor sogar noch einkämmern, damit nur ein 1 gegen 2, 30 Sekunden verbleiben. Aber er läuft da mit dem Rücken zu Kevin. Und damit ist die fünfte Runde für Galaxy Network. Die das bisher sehr ordentlich spielen auf ihrer CD-Seite. Und die Plane Ducks auch bisher nur einmal zum Plant kommen lassen haben. Haben kommen lassen. Und was willst du in dieser Runde, was willst du in dieser Situation momentan machen? Also, B scheint ja nicht ganz so zu laufen. Eventuell mal Argo in A-Split spielen. Komplett die Mitte einnehmen. Das hat ja bisher eigentlich ja sonst ganz solide mal geklappt. Auch in den Ekos. Mark jetzt hier auch gegen Lemon. Da saß dann auch der Headshot. Seht ihr auch nur noch 11 AP. Der Chor fällt als nächster. Adrian dann nochmal mit der P250 erfolgreich. Dann aber hier auch die Eagle geswitcht. Und damit geht da nicht ganz so viel rein. Sechste Runde für Galaxy Network. Nächste Waffenrunde bei den Playing Ducks. Also man kann jetzt hier wieder mal ein bisschen taktisch was eingreifen. Nicht stumpf irgendwo langlaufen. Und sie gehen wieder Richtung Mitte B. Ich weiß nicht, ob sie da gerade eventuell ein bisschen zu sehr drauf beharren. Und die Smoke von Galaxy Network, die saß ja mal sowas von gar nicht. Mark ist hier so aus dem Pelle schon sehr weit vorne. Wird jetzt hier gleich eventuell mit Adrian in Kontakt haben. Kann ihn da in den Rücken schießen. Damit ist es der Opening Frag für Galaxy Network. Die Bombe wieder vor B platziert. Im Underpass. Also es könnte sogar tatsächlich in Richtung A gehen. Adrian, der da eventuell alleine von agieren sollte. Mit der Kontrolle hier spät eingenommen. Schöner Schuss von dem Pulser gegen Like. CD wird hier nochmal hochgeboostet gegen Cesta. Macht er auch Dekel. Das ist gut gespielt in dem Moment. Guter Move. Guter Call. Mark muss sich jetzt hier auf Beins bedenken. Kann aber CD holen. Connector noch abgesmoked. Also da eine kleine Rückendeckung gehabt. Und wieder guter Positionswechsel. Also nicht zu lange irgendwo stehen bleiben, wo man eventuell bekannt. Jetzt schießt man den Rücken von dem Puls. Das wird einfach nicht abgehängt. Jetzt kann der Chor Mark rausnehmen, nachdem er da 2, 3 Kills sogar gemacht hat. Also bisher alle Playing Ducks Spieler durch ihn gefallen. Flash in die CT rein. Da warten 2 Networker. Kevin. Gegen Lemon. Kevin Lemon. Was ist es am Ende? Ist es der Galax, der Networker, oder ist es Lemon, der hier als Sieger hervorgeht? Das ist es, Kevin, für Galaxy Network 7-1. Und das Ergebnis haben wir eben gerade schon auf der ersten Map gehabt. Damals aber für die Playing Ducks, die sogar 8-1 in die Führung gingen. Und erst dann Galax und erst dann. Ja doch, Galaxy Network hat erst dann mit dem Rundenholen begonnen. Am Ende war es dann ein 9-6 der ersten Halbzeit für die Playing Ducks. Like gegen Impuls. Hier in der Mitte schon erfolgreich, da wartet aber nur noch der Chor. Und Cesta verschießt jetzt zum zweiten Mal. Das heißt, der Schießen Adrian wurde dann nochmal runtergehend auf 17 AP. Also ganz so negativ war dann. Ja, ganz so schlecht war der Schuss dann hier doch nicht. Lemon holt sich hier Like, dem da ein bisschen. Ja, leichtfertig da reinläuft. Lemon mit einem guten Move eventuell. Wird sich da nochmal zeigen.
Jeden Fall hat man hier Mark sehr defensiv schon eine Action abgestellt. Razor und Kevin auf dem B-Spot verbleiben. Die Bombe ist auch schon wieder vor B. Sieht sich da jetzt nochmal zusammen und Lemon kommt sogar noch über die CT. Hat jetzt den Contact gegen Razor. Soll jetzt hier ein bisschen Aufmerksamkeit aus sich ziehen. Noch ist er im Duell, aber Kevin lässt sich davon nicht abschrecken. Der macht hier vom LKW den nächsten Kill. Lemon kann jetzt erst fällen. Razor fällt auch im L. Damit ist der B-Spot gefallen. 2 gegen 3. Und es sieht das erste Mal wieder gut für die Playing Ducks aus. Dass sie hier tatsächlich eine Runde holen können. Der Chor hier, schöne Position an Short. Jetzt ist nur noch Mark am L. Aber der wird hier gleich auch nicht mehr allzu viel anrichten können. Und so kommt es auch. Adrian macht den Killer gegen Mark, der vorher nochmal Lemon geholt hat. Also zwei Playing Ducks Spieler, zwei Enten überleben das Ganze. Und man hat hier direkt auch eine Eco bei Galaxy Network. CD, der sich hier so Like holt, der hier in dem Underpass sehr weit vorgegangen war. Musste aber auch ordentlich was einstecken. Half HP jetzt noch bei ihm. Mitte langsam unter Kontrolle bei den Plain Ducks. Mag mit der USP nicht allzu sehr das gegensetzen können, der hier auch sich im Underpass den Weg gesucht hat. Wieder aber mal von CD gestoppt wird. Tester jetzt hier immer noch an. Das hat er gerade ein gutes Timing gehabt. Gegen Adrian. Wurde er so gerade eben nicht gesehen. Aber auch das kann er in dieser Position dann nicht nutzen. Razor fällt gegen Delcor. Und jetzt haben wir nur noch Kevin. Der soll hier das Unmögliche möglich machen. 1 gegen 5. Wer gönnt es ihm nicht? Aber er wird hier nur noch auf irgendwelche Exit-Tracks gehen. Damit ist es die dritte Runde für die Playing Ducks. Die ja doch noch Runden auf Mirage gewinnen können. Auch auf dieser CD-Seite. Der Chor kann sogar schlussendlich noch Kevin dann holen. Der hat aber auch sowieso kein Equipment gehabt. Und dadurch ist es sehr verschmerzlich, das Ganze. Und wir gehen in den nächsten bei Galaxy Network. Hat sogar bei Zester nur eine Deagle. 3 Rifles, eine AWP. Wenn das man bei Playing Ducks mittlerweile aus dem Vollen schöpfen kann. Mark an der Orb jetzt hier im Connector. Gute Flash da eigentlich. Der Chor läuft wieder eigentlich rein. Kann ja trotzdem nur den Anhit setzen. Und kriegt selber ordentlich. Der Chor geht da jetzt sogar durch. Like hier aus dem Jungle heraus. 2 Kills. Bombe damit gefallen erstmal. Der Molotow macht da 4 Schaden gegen Like. Da fällt er auf. Wir sehen es noch. Der Schatten wird gesehen von Adrian. Aber die Hits sitzen auch dort nicht hundertprozentig. Kevin nur mit 26 Schadenspunkten. Trazer holt sich Adrian. Lemon holt sich Kevin. Aber es ist nur ein 1 gegen 2. Das ist machbar. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Razor aber wird dann von Impuls geholt. Und das ist die vierte Runde für die Playing Ducks mit gelegter Bombe. Also ein Spieler kann sich dann nochmal ein paar Dollar mehr einsacken. Und das ist die nächste Eco bei Galaxy Network und man schiebt hier mit 4 Mann auf den A-Spot. 3 Mann dafür dann noch in die Mitte. Also man lässt ja einen auf dem B-Spot, einen auf dem A-Spot stehen. 3 im Connector. Sehr up-aimend auch von Playing Ducks. Sie wollen hier nicht in irgendeinen Push reinlaufen.
Klugerweise natürlich. Und Mark zusammen mit Strazer, zusammen mit Zesta wagen hier den ersten Schritt. Lemon aimt das ab, kriegt trotzdem den Deagle. Schaut ab, jetzt muss er sich zurückziehen. Fällt, kann er trotzdem den Kill machen mit der AWP? Das ist ja fast unglaublich, seht ihr hier. Fällt trotzdem gegen Mark und auch Lemon fällt jetzt hier gegen Mark. Also Mark mit zwei Kills hier. Setzt ein kleines Ausrufezeichen und Kevin verschiebt da gleich dazu. Wird jetzt hier von Adrian abgeaimt. Der wird hier die Smoke auch dankend annehmen, muss man sagen. Pickt jetzt hier die Bombe und schiebt Richtung Mitte, Richtung Mates. Der Core aimt da auch noch Richtung Anapes ab. Also gutes Auge da an der Stelle. Wir haben das 2 gegen 3. Kevin mit der AK, Like mit dem Kevlar. Und der ist sogar in den Apps, im Palace drinne. Wird jetzt hier nochmal rausgefackelt. Wird jetzt hier gesehen. Wird am Ende umgeschossen mit der AK und im Puls hat sogar noch Kevin geholt. Also, fünfte Runde für Plain Ducks. Und der nächste Ball bei Galaxy Network. Und sieht auch einen interessanten Aufbau jetzt gerade. Also man hat sich jetzt für einen Boost entschieden auf der Bench. Aber man steht auch nach wie vor auf beiden Plain Ducks, abwartend in der Mitte. Jetzt kommt hier der Run Boost rein für Lemon, der eventuell gleich Like da holen kann, aber am Ende ist es der Core, der ihn holen kann. Richtung B wird dann nochmal abgesmoked. Mittekontrolle ist jetzt in diesem Moment vollständig bei den Plain Ducks. Lemon moved jetzt auch noch alleine mit der Bombe Richtung Action. Musste aber natürlich abaimen, dass da eventuell keiner durchgelaufen ist. Zesta jetzt hier mit dem guten Move gegen Adrian. Der wird da ein bisschen unbeholfen. Auch Mark hier mit den Shots Richtung CD, der da mit 15 HP so gerade eben noch das, ja, das Leben sehen kann. Jetzt wird auch da der Lichtschalter ausgeknipst. Aber auch bei Zesta ist es jetzt zappenduster. Mark jetzt hier. Kann jetzt hier den zweiten Kill nochmal hinterher setzen. Molotov hat sehr viel Schaden. 10 HP bei ihm verbleiben. Der muss hoffen. Der muss beten. Und er jumpt sogar todesmutig über die Ecke des Molotovs rüber. Lemon gegen Kevin. Lemon gegen Mark. Und Lemon gegen Strazer verschießt. Er verschießt. Da kommt nochmal die CT rein. Nein, kommt er nicht. Strazer holt ihn sich. Das ist die achte Runde für Galaxy Network. Die damit die Halbzeit für sich in diesem Moment entscheiden. Bei noch zwei verbleibenden Runden. Aber Lemon hätte da den 4K machen müssen, um in die Runde zu entscheiden. Und dann kann es auch nicht an solchen Einzelleistungen liegen. Oder darf es nicht bei sowas liegen oder bleiben, dass man hier die Runden gewinnt. Muss man schon als Team bestreiten. Leid, der jetzt hier einmal den Underpass vorgeschlichen war. Kann aber keinen Profit draus haben. Mark hier aus dem Sandwich gegen Adrian. Also 4 gegen 4 wiederhergestellt. Ausgleich an Spielerzahlen. Kevin spielt das hier wieder vom Truck aus. Vom Van. Tracer wird ihm da eventuell sogar noch einen Boost gleich geben. Nee, tut er nicht. Mark schnappt sich dann nochmal die AK des Gegners. Und Short wurde indessen auch schon von Dekon Impuls eingenommen. Also jetzt wird hier der B-Split kommen.
Der Kurve raus, Molotov, smoked das Ganze nochmal ab. Und moved. Schön Anti-Flash gestanden. Kevin kann da keinen Kill machen. Swayze aber dafür zwei. Wird aber von Delcor direkt geholt. Jetzt haben wir das 2 gegen 2. Und Cesta wird hier durch den Molotov geholt von Delcor. Mark alleine von Short aus. Dürfte gehört worden sein von Delcor. Und so wie sie da abaim, ist das auch so. Impuls macht den ersten. Und es ist Delcor, der ihn dann nochmal verteidigen kann, der ihn nochmal rächen kann mit seinem dritten Kill in dieser Runde. Und der insgesamt dann sechsten Runde für die Playing Ducks. Und wir gehen in die letzte Runde. Und bei Galaxy Network schaut das nicht sonderlich gut aus. Wir haben da 5 Pistols am Start. Wohingegen dem gegenüber 4 Rifles, eine AWP entgegengesetzt werden. Und wir sehen auch hier wieder, die Mittelkontrolle soll bei Galaxy Network jetzt erstmal geholt werden. Kevin steht hier für die Support Flash bereit, sodass dann eventuell Cesta und Strace dann da rausgehen können. Wir warten hier noch die Smoke ab. Aber Kevin meinte, was eventuell gehört haben zu sein. Jetzt kommt die Support Flash aber Richtung Mitte. Dann wird aus Razor der Core holen können. Cesta nicht mit dem idealen Aiming gegen Lemon, der dann noch so gerade eben davon kommt. Hat zwar keinen einzigen Schadenspunkt genommen, aber es sah doch sehr knapp aus. Mark jetzt hier nochmal mit dem hohen Flash. Edi stand da schön ab. Und der Flash bereit. Macht jetzt hier sogar den Kill durch die Box gegen Mark. Cesta jetzt hier mit einem Movement und einem Aiming, was er jetzt auch braucht. Den zweiten hinterher. Wir haben nur noch Lemon am Leben und der macht auch. Der zieht den kürzeren gegen Cesta, der hier mit 3 Kills für Galaxy Network die 9. Runde holt. Schöne Shots, die wir nochmal sehen durften. Schöne Shots. Aber 6 T-Runden sind okay, damit kann man arbeiten. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und wir sehen nun die 2. Pistol Round auf Mirage, der letzten am heutigen Tag in der 19. Liga 2.1 bei mir. Und Impuls mit der Smoke und Kit am Start. Der Rest komplett Kevlar. Cesta mit einer Deagle und ohne Kevlar. Interessante Wahl. Lemon hier jetzt aus dem Connector raus. Macht er einen. Den zweiten schießt er nochmal low. Fällt er nochmal gegen Mark. Der kann er 2 machen. Der wird dann von Impuls gestoppt. So, Hazer mit 99 Damage unterwegs auf dem Server. Um in diesem Moment gelegt worden. Delcor aus dem Connector nochmal. Swayzer nach wie vor am Leben. Kevin mit der Deagle. Wird jetzt hier gegen. Hat hier einen Gefallen sein. Swayzer mit 9 Damage nach wie vor. Und er muss jetzt hier die Runde klatschen. Will sich hier natürlich lange nicht zeigen. Macht jetzt den Kill gegen Adrian. Schießt jetzt hier durch die Smoke. Und dann fällt er gegen Impuls. Bombe wird defused. Das ist die 7. Runde für Playing Ducks. Damit in Pistol Rounds ausgleichen. Und natürlich geht es hier mit der gelegten Bombe nur eine kleine Eco einzulegen. Also 3 Deagles wurden trotzdem gekauft. 4 Deagles sogar. Und eine P250 bei Kevin. Strazer wird hier schon sehr stark dezimiert. Die Nate auch nochmal hinterher. Das tut weh. Das tut weh. Mark jetzt hier aber auch schon aus dem Palace raus. Adrian gegen Cesta. Mark gegen Adrian. Impuls gegen Strazer und Kevin wiederum. Also 2 gegen 4. Doppelte Überzahlsituation. Der Molotov macht da sehr viel Schaden gegen Mark. Minus 40 AP. Like, schöner Shot nochmal mit der Deagle. Also die scheinen sich tatsächlich gelohnt zu haben.
Omme muss jetzt ja alles nochmal wieder vom Markt geholt werden. Und der dreht gar nicht mehr um, der geht ja weiter Richtung B vor. Lemme, mit einem guten Timing kann er da den guten Like an Short ziehen. Er müsste nur einmal kurz rausgucken und das macht er in diesem Moment. Er will aber nicht umfallen. Mark indessen auf dem Spot schon drauf. Er kriegt keinen Kill mehr gegen Impuls. Like jetzt ja auch. Zieht leider den kürzeren gegen Impuls. Impuls mit seinem 4K in dieser Runde. Holt er die achte Runde für die Playing Ducks. Das ist doch ein guter Start in die zweite Halbzeit für die Enten. Galaxy Network kann ich natürlich nochmal vorher nachkaufen. Und wir sehen eine 2-1-2-Aufstellung. Mitte wird da vom Connector ausgehalten in Form von Delcor, der hier einen kleinen Fußhit, würde ich mal sagen, von Like abbekommt. Edi holt jetzt hier die ersten Infos Richtung Action. Das ist riskant, das kann aber auch sehr schnell belohnt werden. Adrian soll ihn sogar unterstützen. Er hat sich jetzt aber gerade wieder zurückgezogen und Kevin steht ja immer noch oben unentdeckt. Nimmt jetzt gerade auch Richtung Palace ab. Jetzt eventuell hat er ihn gesehen. Da kommt dann der Headshot rein. Und Adrian will sich hier eigentlich einen Refrag holen. Zester unterdessen wieder die gegen Delcor erfolgreich gewesen. Like auch gegen Lemon, Mark gegen Adrian. Bombe wird jetzt geholt. Die marschiert über den T-Spawn Richtung A. Und wir haben nur noch Impuls am Leben. Der jetzt hier auch hier gegen Like ziehen kann. Also nur gegen 4. Aber er wird schon gepusht. Das müsste er gehört haben eigentlich. Zester fällt hier nicht. Er kriegt da keinen Hit ab. Also wo sind denn da die Schüsse gerade abgeblieben? Hat er die einfach aufgegessen? Okay. Interessant. Auf jeden Fall 10. Runde für Galaxy Network. Die hier zweistellig werden können. Und Lemon hier sogar im Window mit der Orb, die sie hier geforst haben. Die haben komplett geforst. Es tut mir leid. Also komplett runter geforst, M4 und AWP, sowie Pistols, beiden anderen dreien. Und die haben sich bisher vollends gelohnt. Raylon, Kevin und Like marschieren momentan Richtung B. Da wartet aber Impuls noch auf sie. Der hat ihn jetzt gesehen. Da kommt jetzt der Call. Da kommen zwei Nades. Das dürfte also relativ deutlich auf B hinausdeuten. Aber da kommt erstmal nichts hinterher. Also hat man sich hier in Celis Kopf gerade auch so sehen können. Er will erst Richtung B schieben, kriegt dann aber den Call. Da kommt nichts weiter. Also bleibt er dann tatsächlich auf dem A-Spot drauf. Und jetzt geht's hier die Mitte entlang. Der Core könnte hier mit einem guten Timing auch eventuell den Connector-Spieler holen. Da sind aber schon zwei durch. Kevin kann hier gegen den Core dann nicht wirklich was setzen. Dann fallen sie aber wie Fliegen. Lemon hier aus der CT heraus. Und dann ist es sogar Impuls, der hier nochmal den Kill macht. Also die Kills waren hier komplett verteilt bei den Playing Ducks. Soll uns nicht stören. Es ist die 9. Runde. Für die Playing Ducks. Für die Enten. So, Lai kriegt auch schon viel Schaden ab von dem Molotow. Mark und Zester sind aber schon sehr draußen. Cedi kann den ersten machen, Cedi kann den zweiten machen, wird dann von Kevin H. gefällt. Der wird jetzt hier von Adrian, nee, von Delcor sogar aus dem Spiel genommen. Adrian kriegt dafür den Like ab und dann ist es nur noch Razor an der AK. Gegen 4. Delcor auf 25 runtergeschossen und der Rest hat alles auf 100 HP. Jetzt müssen die Headshots sitzen.
Und der will einfach nicht sitzen. Stattdessen sitzt der Headshot von Adrian bei Strazer. 10 Runde für Playing Darks. Sie können hier ausgleichen. Und das ist damit auch der erstmalige Ausgleich hier am heutigen Abend auf Mirage auf der zweiten Map. Und in der Eco-Runde soll es geschlossen Richtung B gehen. Also der klassische Rush B, B-Contact-Go, den man auch in der Piste mal gerne spielt, soll nun hier in der Eco gemacht werden. Da hört man eigentlich das Löschgeräusch. Aber trotzdem passiert einfach gar nichts. Der Core farmt da alles ab. Und jetzt holt sich ihn auch noch das Ace. Und das ist die 11. Runde für die Playing Ducks. Und ist es tatsächlich die Einleitung zur Dominanz in der zweiten Halbzeit jetzt für die Enten? Wir werden es sehen. Bisher haben sie nur eine Runde in der zweiten Halbzeit abgegeben. Kevin H. macht hier auch wieder ein 3 gegen 3 daraus. Also kleines Gefecht an der Action. Am Ende geht es unentschieden aus. Und der Chor hier mit dem nächsten Kill. Lemon hat da gerade das ganz blöde Timing erwischt gegen Strazer. Den hat er da so durchhoppen lassen. Molotov kommt zwar raus, aber einen Tick verspätet. Eventuell kann er jetzt aber trotzdem da noch einen Kill aus der Position ziehen. Strazer und Kevin alleine gefährcht auf die beiden Positionen auf dem Spot. Gute Flash gegen Strazer. Kevin fällt aus Short. Strazer versucht nochmal rumzuziehen, fällt dann aber gegen Lemon. 12. Runde für die Enten. Und was will man da jetzt anderes sagen, außer dass sie das auf der CD-Seite bisher sehr dominant spielen. Eine Runde bisher abgegeben. Das war der erste Buy von Galaxy Network, die erste richtige Waffenrunde von ihnen. Aber direkt zurückschlagen können in der anschließenden Runde und seitdem auch nichts mehr hergegeben. Ähnlicher Verlauf momentan, wie auch in der ersten Halbzeit. Da haben die Networker 5 Runden geholt, ehe dann die Ducks dann nochmal in 4 Runden zurückschlagen konnten. Strazer jetzt hier durch die Smoke gegen der Core im Connector. Ärgerlich, dass der Kill der Erfolger hier ist. Zester jetzt hier mit einem guten Move auch gegen Lemon. Jetzt muss hier Sedi ein bisschen aufräumen. Er kann den ersten holen. Kann hier eventuell gleich auch nochmal den zweiten machen. Seit schaut's aber gerade nicht aus. Mark holt da den jumpenden Impuls. Like holt sich ja Sedi. Und jetzt haben wir nur noch Adrian in der Orb. Und dann wird das Ganze hier gar nicht mehr angehen. Dann wird die Waffe versuchen zu saven. Wurde jetzt hier sogar schon entdeckt. Kann den aber trotzdem kill machen. 13 AP verbleibend. Dann ist es einfach. Und die 11. Runde für Galaxy Network, die jetzt hier wieder aufschließen können auf die Enten. Und jetzt muss man aufpassen bei Galaxy Network, dass man hier nicht direkt die nächste Runde verliert, um hier geresettet zu werden. Bei den Enten wird man auf dieses natürlich bauen. Haben jetzt hier sogar auch eine Doppel-Orb. Impuls am B, der Core in der Mitte, an Short arbeitend. Und Impuls wählt einen sehr aggressiven Winkel, einen sehr offensiven Winkel. Fällt mir.
Impuls holt sich jetzt hier sogar Mark. Also 5 gegen 4. Alles noch machbar natürlich. Aber B wird nach wie vor aggressiv gehalten, offensiv. Wird das Ärmchen von Celi gesehen, von Zester, der damit den Überzerherrscher. Adrien kann da irgendwie den Kill machen gegen Zester. Kevin kommt aber trotzdem um die Ecke. Er kam zwar noch in den Flash, aber er ist trotzdem gefallen. 3 gegen 2, 2 gegen 2. Lemon räumt ja auf, Razer aber direkt mit dem Refrag. Jetzt ist es Impuls, alleine gegen 2 im Clutch. Flash und Molotov kommen beide rein, damit wird er da erstmal rausgedrängt. Aber sehr geräuschlos das Ganze. Möchte sich hier überhaupt nicht zeigen oder bemerkbar machen. Razer und Like hingegen haben auch schon den Jungle wieder eingenommen. Bombe ist auch für sie gelegt. Geht direkt in den Diffuse. Da kommt noch eine Flash rein und Razer am letzten Moment. Letzten Moment, 2 Sekunden war noch verbleibend. Also, es war zwar knapp, sag ich mal, aber der Diffuse sollte aber nicht sein. 12. Runde für Galaxy Network. Die damit hier wieder ausgleichen können. Und den Eco bei den Playing Ducks. Like hier in der Mitte gegen Lemon. Er wartet aber keinen zweiten Spieler hier in Form von Decor. Da kann er nochmal nachziehen, macht dann da den Kill. 4 gegen 3, Überzahlsituation beim Playing Ducks. Aber natürlich der Waffenvorteil, noch Equipmentvorteil bei Galaxy Network. Er schiebt ja auch schnell wieder raus. Decor will da aber nochmal mit der AWP nachziehen. Die Smoke nicht ideal, da ist eine Riesengap. Die wird natürlich abgeaimt. Jetzt kommt das nochmal eine zweite Smoke hinterher. Decor zieht im ersten Moment den kürzeren. Razer ist aber auch schon sehr weit vorne. Jetzt kommt es hier aus der Action raus. Der Core endet das immer noch ab, sieht jetzt hier das Ärmchen auch verschießt dann. Also Razer kann da den Kill dann tatsächlich am Ende ziehen. Macht er den nächsten Kill gegen Impuls, würde ich gerade sagen. Da macht aber irgendwie den Kill. 30 HP verbleiben bei ihm. Kein Schuss mehr im Magazin. Kevin holt ihn sich dann 2 gegen 2. 1 gegen 2 für Adrien. Da sehe ich dann, sehe ich schwarz, muss ich sagen, für ihn mit der CZ. Und jetzt hängt er hier so gerade eben noch. Fällt dann wie so ein nasser Sack darunter. Und Galaxy Network geht erneut in Führung 13 zu 12. Und sehen wir hier genauso ein Krimi wie auf der ersten Map. Wir werden es gleich sehen. Und wir schauen nochmal ganz kurz auf die Aufstellung. Also man hat jetzt hier sogar Impuls sehr aggressiv auf B vorgeschickt. Hier auf den Sesseln. Links wird eventuell erwartet. Also sie rechnen irgendwie damit, dass da jemand schon aggressiv vorgegangen sein kann. Lemon wird hier Ableckung schaffen. Impuls kommt dann noch so eben mit 40 HP wieder weg.
Und jetzt ist das Spiel genau umgekehrt. Galaxy Network nimmt B-Apps ein. Lemon kann da so gerade eben nochmal durchjumpen. Wieder nicht von Thrasher geholt. Jetzt kommen hier die Smokes Richtung. Also so ein klassischer Argo haben wir hier heute auch noch gar nicht gesehen. Da kommt auch die Jungle Smoke ziemlich verspätet. Adrian kann sich aus dem Unterholz erstmal einen holen. 10, 15 Sekunden verbleiben. Adrian mit dem zweiten. Adrian mit dem dritten. Wechselt dann auf die USB. Da kann er keinen Kill im ersten machen. Tesla holt ihn sich dann. 10 Sekunden. Bombe immer noch nicht gelegt. Kevin alleine. Outsmart holt sich einen. 5 Sekunden. Jetzt wird erst geplantet, das reicht nicht mehr. Und am Ende ist es Lemon, der den Kill machen kann. Geht das Risiko ein, eventuell geholt zu werden. Und das ist der Ausgleich wieder für die Enten. Aber was für ein Play da von Adrian vom Unterholz. Da macht er einen, da macht er zwei Kills. Holt dann noch extrem viel Zeit raus. Und das ist super ärgerlich für Galaxy Network. Zwei Pistols jetzt auch nur. Deagle und CZ bei Kevin und Cester. Eine AK bei Thrasher. Eine Galil bei Like und das auch ohne Helm, also gegen die M4s. Ist dann auch der One-Hit drin, ne? Mark wurde jetzt hier erstmal reingeflasht. Adrian aber bedacht, da nicht zu weit zu moven. Keinen Hintern zu zeigen. Ekor nach wie vor auf Geräusche fangen. Teddy versucht es hier aus dem Connector raus, zieht dann aber gegen die Galier von Light den kürzeren. Aber Light hat auch nur noch 2 HP. Adrian und Lemon hier erstmal 2 Action-Spieler rausgenommen. Kevin dafür aber Adrian. Also 3 gegen 3, Light mit 2 HP. Die ziehen jetzt hier sich alle eine Action zusammen. Smoke kommt rein. Lemon wird hier nochmal auf die Kiste moven. Sieht dann auch das Köpfe von Kevin. Trifft trotzdem den Buddy. Dann wird er halt Light gesehen. Der fällt auch durch die AWP. Jetzt haben wir nur Thrasher. Der muss sich jetzt gegen 3 beweisen. Da kommt nochmal eine Flash. Und dann den Plant gehen. Sieht den auch einfach durch. Also, das ist ihm dann auch egal. Das extra Geld will er sich nicht entgehen lassen. Dann ist es der Chor, der hier die 14. Runde für die Enten beschert. Und das ist ja wieder ein Krimi, Leute. Das ist ja schon wieder so ein Krimi. Und wer hätte das vor dem Match gedacht? Erzähl's mir bitte. Celi freut sich nochmal über das Duell, was er ganz knapp verloren hat. Und Galaxy Network hier nochmal in der Forceplay-Runde. Jetzt geht's hier wirklich in den B-Rush. Jetzt heißt es hier nur marschieren. Molotov kommt ein wenig spät im Puls und Deko können ja trotzdem bei den ersten Kills machen. Zester fällt denn hier jetzt auch. Kevin alleine kann hier einen Kill machen. Der fällt dann gegen Impuls. Schnelle Runde für die Playing Ducks, die damit jetzt die 2 Matchball-Runden zu spielen haben. Bin hier nach wie vor aus dem vollen Schöpfen. Doppel-Orb-Setup wieder. Es hat in den letzten Runden gut funktioniert. 5 AKs sollen es bei Galaxy Network sein. Rekord mit dem aggressiven Epson. Danke. Vielen Dank an der Stelle. Für den Autodirektor. Props gehen raus. Da hätten wir einen schönen Kill gesehen, wenn er gewechselt hätte oder wenn nicht gewechselt hätte. Adrian holt sich auf jeden Fall Zester. 2 gegen 5 jetzt hier. Und Thrasher und Kevin müssen jetzt hier irgendwie die 16. Runde für die Playing Ducks verhindern. Kevin ist dann auf dem Weg, die Bombe noch zu holen. Thrasher fällt. Kevin sieht da auch den ersten gegen Deko und dann fällt er. Deko macht die Runde klar. 16 zu 13
Für die Playing Ducks heißt es dann am Ende, die damit 2-0 gewinnen können. GG, well played von meiner Seite aus. Damit unser Coin idealerweise auf das richtige Ergebnis gesetzt. Was das bedeutet, wir schauen mal ganz kurz in die Tabelle. Nein, Moment, das war das Falsche. Ja. So, wir sehen's. Friendly Fire hat 2-0 gegen die Banditen gewonnen. Und dann 1-5 stehen. Die Planet Skins scheint heute auch gespielt zu haben. Ja, gegen Vertex. Die haben auch 2-0 gewonnen. Playing Ducks jetzt hier mit einem 7-1. Also sie werden hier die Planet Skins wieder überholen. Nach wie vor auf dem zweiten Platz. Im Nacken von Friendly Fire. Und stehen ihm da auch im Nichts nach. Das war's an dieser Stelle von mir. Auf dem Mainstream mit dem guten Hetschinski geht's nach wie vor weiter mit der 19er Liga. Ich bin gleich nochmal live mit der Mountain Dew League auf ESL-19Damage beziehungsweise auf 19er.dmg.live/mdl. Da könnt ihr meiner Stimme dann gleich weiterfolgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir gerne Feedback da. Schreibt uns auf Twitter, wie ihr das Ganze hier erlebt habt. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Eventuell ja schon bis gleich. Mit Friendly Fire gegen Virtus Pro. Haut rein. Ciao, ciao.